Hi, herzlich willkommen zu den Panini News und los geht's. Wer mitten in der Dubliner Innenstadt blank ziehen will, sollte vielleicht in Zukunft aufpassen, denn es könnten Radfahrer unterwegs sein. Aber von vorn. 28 Models kämpfen momentan um den Titel Miss Bikini Ireland 2015. Im Rahmen eines Brustkrebs-Charity-Projekts wurden die Damen gebeten, in einem Fotoshooting in der Dubliner Innenstadt rum blank zu ziehen. Naja, also zumindest fast blank. Neben den vielen Touristen und Passanten, die stehen geblieben waren, um ein Erinnerungsfoto zu machen, waren aber auch viele Verkehrsteilnehmer ziemlich abgelenkt, was man daran gemerkt hat, dass als die liebe Anna Pavel ihr Bikini-Oberteil fallen ließ, gerade ein Radfahrer vorbeigefahren ist und während des Shootings im Hintergrund einfach vergaß, dass er auf einem Fahrrad saß und sich voll auf die Nase gelegt hat. Mittlerweile ist der Radler nicht nur in Irland bekannt, sondern mittlerweile auch auf der ganzen Welt. Die Sensation ist geglückt. Durch seinen spektakulären Auftritt läutete Jan Hofer gestern Abend, also am Sonntagabend, eine neue Ära bei der Tagesschau ein. Ab sofort müssen bei der Tagesschau Hosen getragen werden. Also, beziehungsweise, oder Röcke, ist auch Wurst. 60 Jahre lang waren nämlich die Tagesschau-Sprecher nur mit dem Oberkörper zu sehen, da sie immer hinter diesem Tisch standen. Aber wie jetzt die Redaktion ja schon seit Wochen angekündigt hat, kam es nun dazu, dass Jan Hofer kurz nach dem Wetterbericht für einige Sekunden neben dem Tisch stand, um die Tagesthemen anzukündigen. Die Tagesschau-Redaktion hatte schon seit Wochen unter dem Hashtag Beinfreiheit immer wieder Videos von irgendwelchen Breakdancern oder Riverdance-Tänzern gepostet. Aber ganz so spektakulär wurde es dann doch nicht, denn Jan Hofer ratterte einfach wie gewohnt sein Programm runter. Mit der kleinen Ausnahme, dass er dann halt für ein paar Sekunden mal woanders stand. Einen großen Effekt hat diese kleine Revolution dann allerdings doch, denn durch die jetzige Hosenpflicht bei der Tagesschau gibt es einen Traumjob weniger auf der Welt. Man sollte sich ja eigentlich nicht mit pubertierenden Teenagern anlegen, allerdings haben Eltern halt das Problem, dass sie da ab und zu dann doch mal durch müssen. Und so alarmierte jetzt eine Frau die Polizei, weil einem 15-Jährigen der Musikgeschmack seines Vaters so gar nicht in den Kram passte. Während der Autofahrt hörte der Vater einfach Schlager, während der Junge daneben saß und sich anscheinend darüber ziemlich echauffierte. Und dann aus Spaß oder einfach um den Vater gnädig zu stimmen, dass er die Musik ausmacht, hielt er dann ein Schild an die Scheibe, wo drauf stand Hilfe. Super Idee! Naja, auf jeden Fall hat dann eine andere besorgte Autofahrerin die Polizei gerufen und die beiden wurden angehalten. Laut Polizeibericht war der Vater sich aber nach dem Verhör immer noch nicht so ganz sicher, ob er in Zukunft wirklich auf die Musikwünsche seines Sohns eingehen wird. Ja, das war's dann auch schon wieder mit den Panik News und ich hoffe, man sieht sich wieder. Ciao!